Jo, das war Teil 1, fröhliches Ausrasterle im Galopp am Lieblingshang und halt. Wichtig, rechts gucken, links gucken, nicht, dass wir einen Fahrradfahrer übermähen. Einmal komplett stehen, alle vier Füße. Okay. Fröhliches Ausrasterle Teil 2. Schuhe halten. Und hinten haben wir wieder Duplos drauf. Dann ist egal, ob sie hier mit dem Heckantrieb durchstartet. Ja, komm. Ja. Und jetzt üben wir gleich nochmal an der Lieblingsstrecke anhalten, stehen. Und zwar mache ich das schlauerweise, wenn sie eh gerade denkt, so langsam reicht's mir. Komm also. Und brrrt. Halt. Brav. Und runter. Und halt. Warum ist das wichtig? Außer aus erzieherischen Gründen. Man kann ja auch mal alle einen Hufschuh verlieren. Und außerdem möchte ich nicht, dass nach dem Galopp Ibi, Ibi, Ibi im Gehirn ist, sondern dass ich zum Beispiel das letzte Drittel laufe ich ganz gerne noch mal selber, damit ich auch was mache. Und damit sie halt nicht zu so einem heißen Eisen wird. Sehr gerne hier hochfetzen. Das ist diesen Hang, den galoppieren wir immer. Sozusagen ein verdorbene Strecke ist auch in Ordnung, weil die halt sehr steil ist und das haben wir hier nicht so oft, so Galoppstrecken. Mir ist es halt dennoch sehr wichtig. Ja, das war toll, ne? Dass sie jederzeit steht. Halt! Und down. Gut. Sehr schön. Wenn ich die Hand hier loslasse, kommt sie wieder hoch. Seht ihr die Veränderung im Auge? Mit diesem Head down, das darf man nicht nur mechanisch sehen. Kommt noch ein Fahrradfahrer. Super. Ah. Hallo. Obwohl sie dem jetzt hinterher guckt, teste ich, ob sie noch mal absenkt. Ja. Und down. Gut. Das war zu viel down. Du bist ein Miststück.